konnte sein Glück selbst kaum fassen. Aber dieses Wahnsinns-Freistoßtor aus fast 83 Metern gelang Torwart Wilson Quiñones Anfang April für Sport Colombia. Ist das ein neuer Weltrekord? Wenn, dann wurde er im Spiel gegen Cerro Porteño in der zweiten paraguayischen Liga von dem 23-Jährigen aufgestellt. Wilson sorgte damit in der 19. Minute für die 1:0-Führung, was ihn so begeisterte, dass er sein Trikot auszog. Doch für so viel Begeisterung hatte der Schiedsrichter leider kein Verständnis. Er zog die gelbe Karte. Doch das störte Quiñones offenbar wenig. Sein Bekanntheitsgrad stieg durch dieses unglaubliche Tor erheblich. Denn das Video erobert die Internetgemeinde. Auch wenn der Endstand der Partie am vierten Spieltag der Division Intermedia letztlich ein Gleichstand von 1:1 war.